Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und langsam dreht mal Yende komplett durch. Also gestern haben wir ja schon ein kurzes Video darüber gemacht. Heute wollte ich eigentlich Raid am Mittwoch, am Donnerstag bringen. Eigentlich müsste ich es jetzt schon wieder verschieben. Aber wir machen heute einfach zwei Videos. Jetzt kurzes Ankündigungsvideo hier, was es wieder Neues gibt. Und später dann die Raid am Mittwoch, am Donnerstag Folge. Klingt komisch, ist aber so. Gestern gab es ja schon den neuen Ladebildschirm, wo auch Farbigel zu sehen war. Und es wurde schon angekündigt, dass das Snapshot-Feature in Pokémon Go erscheinen wird. Also das Schnappschuss, Go-Schnappschuss oder wie das heißt, der offizielle Name. Und über Nacht ist es dazugekommen, früh ist schon eine Ankündigung rausgekommen, ab 7 Uhr war das ungefähr. Und da heißt es im Folgenden, das Go-Schnappschuss-Feature ist ab sofort für Trainer ab Level 5 auf bestimmten Geräten verfügbar. Der Rollout wird für weitere Geräte und die unteren Level bald fortgesetzt. Normalerweise ist es ja immer so, also mittlerweile ist es wahrscheinlich schon für alle Level da, auch die, die unter 5 sind. Aber unter 5, was ist das überhaupt? Normalerweise haben die ja das immer so gemacht, dass sie zuerst die Features für Level 40 freigeschalten haben und dann nach und nach, Stunden und Tage, wurde das herabgesetzt bis auf Level 25, Level 10er, Level 5er, da rankommen konnten, aber jetzt von Anfang an eine Grenze ab Level 5 und alles drüber gleich mit eingebunden und dann nur die unteren, die unter Level 5, dass die es noch nicht konnten und dann schon, ich meine, wer ist das? Das sind ja Spieler, die noch gar nicht angefangen haben. Wenn ihr heutzutage einen Account erstellt und einen Pokémon fangt und einen Stop dreht, dann seid ihr ja fast schon Level 5. Also das muss ja wirklich für Leute sein, die die App noch gar nicht draußen haben, ja, auf dem Handy haben und so weiter. Aber interessant natürlich, es ist also jetzt da, ihr könnt also jetzt in euren Beutel gehen, also auf euren Beutel, auf eure Pokémon-Box, könnt ein beliebiges Pokémon auswählen und habt jetzt an diesem Pokémon oben eine Kamera, ein Kamerasymbol dran. Da könnt ihr draufdrücken und könnt überall, wo ihr gerade seid, dieses Pokémon auspacken, mit hinnehmen, könnt dort Fotos machen in verschiedenen Positionen, auf verschiedenen Geländen, Untergrundtypen, wie manche, die ihr Carpador in die Pfanne gehauen haben. Oder ihr könnt Schlurp nehmen und in die Kanalisation ballern, wenn ihr da selber rumkriechen wollt. Keine Ahnung. Oder irgendwelche, ihr könnt Raupi nehmen und in eine schöne grüne Wiese setzen, eine saftige grüne Wiese. Da ist eurer Fantasie und eurer Kreativität keine Grenze gesetzt. Könnt ihr ein bisschen rumprobieren. Und ihr habt natürlich dann auch die Möglichkeit, ihr macht da Fotos, es wird alles gespeichert und nach eurer Sitzung wird euch dann halt so angezeigt, wie viele Fotos ihr gemacht habt, welche Fotos, ihr könnt die dann aussortieren und ihr könnt sie natürlich auch teilen, ihr könnt sie direkt dann aus dieser App heraus teilen auf sozialen Netzwerken und in andere Apps auf Facebook, WhatsApp, Discord, je nachdem, das wird dann alles angezeigt. Und es steht ja auch da, teile diese Fotos mit deinen Freunden und vielleicht erwartet dich eine Überraschung oder sonst was. Also da wurde ja schon spekuliert, dass es auch eine neue Medaille gibt, die Photoshop-Bomb und... Was? Ja, auf jeden Fall eine neue Medaille. Es wird jetzt noch nichts angezeigt im Spiel, aber ich denke mal, wenn ihr viele Fotos macht und auch teilt und viele Fotos rumschickt und überall, werdet ihr irgendwann im Prinzip eine Überraschung bekommen. Das könnte vielleicht die Medaille sein, die dann irgendwann in euer Inventar reinknallt oder vielleicht eine ganz andere Überraschung. Dazu weiß man jetzt wahrscheinlich noch nichts weiter, ist aber schon mal interessant zu lesen und zu sehen. Also probiert ein bisschen aus. Entweder gibt es noch was Neues oder wir finden es selber raus. Da ist ja ein bisschen Zeit, ist ja alles neu. Was aber noch dazu kommt, was auch richtig krass ist, noch eine neue Meldung und wo sich schon wieder einfach alles überlappt und man einfach überhaupt nicht hinterherkommt. Ein Latias Raid Wochenende. Ihr wisst, es ist momentan ja noch Palkia in den Raids. Und wie immer, wir haben nie die ganze Zeit, das bis zum Ende durchzuziehen und nachdem das eine weg ist, mal was anderes einzubringen. Nee, die machen ja immer, wenn noch was da ist, noch was anderes dazu und dann noch ein Event obendrauf und dann noch ein Event nebenbei, sodass wirklich keiner mehr durchblickt und alle überfordert sind. Und so habt ihr jetzt also das, das ist die begrenzte Forschung mit Perlu ist das ja. Palkia ist also noch da ein paar Tage. Die begrenzte Forschung mit Perlu kommt rein. Das Japan-Event ist, glaube ich, auch zu der gleichen Zeit irgendwo in Honolulu. Honolulu in Japan, wer kennt es nicht? Jetzt kommt noch das Raid-Wochenende mit Latias hinzu.
dass wieder also alles auf einmal ist. Ihr müsst rumlaufen, wollt Raids machen für Latias, ihr müsst aber auch die begrenzte Forschung machen für Perlu. Manche, die noch Palkia wollen, die rennen da noch hinterher. Also wieder alles auf einmal. Und wir lesen erst noch mal kurz vor, was überhaupt hier steht. Vom 22. Februar, 22 Uhr, bis zum 25. Februar, 22 Uhr, gibt es Folgendes als Event. Das legendäre Pokémon Latias wird in Raid-Kämpfen verfügbar sein. Mit etwas Glück kannst du einem schillernden Latias begegnen. Das ist also so wie bei Groudon und wie bei Kyogre, dass ihr natürlich die Jagd und hofft, dass ihr einen Shiny bekommt. Ist leider nur übers Wochenende, leider wieder nur sehr kurze Zeit. Ich hoffe, da ist die Shiny-Rate etwas größer, dass man da wirklich jedem eins hinterherwerfen kann natürlich. Das ist das Ziel. Oder man einfach an einem Tag 100 Raids machen muss, damit man mal eins bekommt. Kann natürlich auch sein. Es sind immerhin 100 Euro, die man Niantic da in den Arsch ballert. Wer möchte das nicht? Wir sind doch alle dazu bereit. Während dem Wochenende werden sowohl Latias als auch Palkia in Raid-Kämpfen erscheinen. Und das finde ich jetzt wieder richtig kacke natürlich, denn es ist schon bei anderen Dingern so gewesen, weil sich dann immer diese Grüppchen bilden und die einen sagen, hey, macht ihr den Fünfer, wir machen den Fünfer, aber nur, wenn es Groudon ist. Und dann ist es Kyogre geworden und alle haben sich verpisst und ihr standet da, ja, und konntet das Kyogre nicht machen, weil keiner mehr da war, weil alle wollten nur noch Groudon raiden. Jetzt ist es auch, es wird Leute geben, die würden Palkia und Latias machen und dann gibt es Leute, wenn da Palkia schlüpft, dann verpissen die sich und dann steht ihr da, scheiß mal auf Palkia, denn alle wollen jetzt natürlich Latias. Normalerweise würden sie das bis zum Ende raiden, aber sobald was anderes da ist, wird das einfach fallen gelassen und ja, Menschen sind so, da kehren die einem schneller den Rücken um, als man denkt. Latios wird ein eigenes Raid-Wochenende zu einem späteren Zeitpunkt erhalten. Das ist natürlich das Gegenstück davon. Ihr wisst ja, es gibt das Rote und das Blaue. Das eine ist jetzt da, das andere kommt dann nochmal, auch mit einem Raid-Wochenende. Und das ist natürlich sehr interessant. Ich werde ja auch nochmal kurz die Übersicht einblenden, was das so für WP hat im Raid. Und was für Konter ihr benutzt, ihr wisst alle, Latias, Latios sind beides Drachen-Pokémon und Drachen gegen Drachen ist natürlich sehr effektiv, deswegen habt ihr jetzt auch euer Dragoran, Rayquaza, was ihr dann sonst noch so habt, Brutalanda gegen Palkia verwendet. Ihr könnt die ganzen Viecher aber auch natürlich nehmen und gegen Latios und Latias verwenden. Zusätzlich könnt ihr aber auch Palkia, wenn ihr ein gutes habt und hochgezogen habt, nehmen, auch gegen Latias verwenden. Und ja, Eis ist auch noch gut, wenn ihr ein paar Mammutel entwickelt habt, Mammutel, wie auch immer, könnt ihr natürlich auch Mammutel nehmen, eure 6er Armee, 600er maximierte hochgezogene und könnt in den Kampf ziehen gegen Latias. So, das war's aber von meiner Seite aus, glaube ich. Wie findet ihr das denn? Freut ihr euch schon drauf? Wieder nur Stress, nur Hektik? Begrenzte Zeit, begrenzte Forschung, begrenzte Raids, begrenztes Wochenende, begrenzte Spieler. Also da ist wirklich alles geboten, wunderbar. Wir werden sehen, wie es läuft, wie es auf uns zukommt. Und es wird natürlich wieder Verwirrung geben, wenn dann ein Ei aufgeht und da ist nicht das gewünschte Pokémon drin und alle ziehen ab. Aber ja, da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass da eher wirklich so wie bei den Vögeln oder bei Gengar, dieser Gengar-Tag oder der Vögeltag, Vogeltag, dass da wirklich an 3 Stunden an jeder Arena einfach das Vieh sitzt mit Chance auf Shiny, weil da gibt's eben nichts anderes. Da könnt ihr wirklich von Raid zu Raid hüpfen und habt dann die Chance, da was zu bekommen, als wenn ihr warten müsst, dass überhaupt mal ein Raid erscheint in eurem kleinen Dreckskaff. Und dann, wenn mal ein Raid erscheint, dann ist es auch noch ein Palkia und dann will es auch noch keiner machen und dann... Ja, deswegen hauen die meisten auch ab, verpissen sich woanders hin, machen ihre Raids sonst wo. Aber das muss ja jeder wissen, wie er das handhabt. Wir sind auf jeden Fall gespannt und lassen uns überraschen. Sieht auf jeden Fall genial aus, ist glaube ich orange, das Shiny. Also mal wieder was Frisches, Erquickendes, was anderes, nicht immer nur pink und grün. Aber viel Spaß bei den Raids auf jeden Fall. Und nachher kommt natürlich noch die Raid am Mittwoch am Donnerstag Folge. Und bis dahin, viel Spaß, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.